Aber was würdest du sagen, wie ist jetzt so die Siegchance so aufgeteilt prozentual? Was würdest du sagen? Die Siegchance prozentual, puh. Der hat auf jeden Fall eine 2000er-Bewertung. Da bin ich ja mal gespannt. Das wird jetzt ein hartes Brot auf jeden Fall. Oh, jetzt sieht doch ziemlich schnell. Ja, hat schon darauf gewartet, dass du ihn annimmst. Der ist heiß. Welche Serie wollt ihr noch schauen? Boah, er macht jetzt schon Rochade, Alter, heftig. Warte, ich muss erstmal hier Ja, kurz überleg meine erstmal, überleg Öffnung. erstmal. Ja, gut, ich würde einfach den Läufer einfach normal raus, ne? Ist ja. Aber ich weiß nicht, der bringt mir da auch nicht so viel, aber ich muss den ja fast schon dahin stellen. Das kann man machen. Das ist tatsächlich hier die Hauptvariante bei der Berliner Verteilung. Das kannst du tatsächlich diesen Bauern schlagen auf E4. Ich weiß gar nicht, ob du das Ach, schon stimmt, der gesehen deckt hast. den gar nicht, ne? Ja, das ist hier eine Variante. Also es ist ganz, ganz gängig. Aber das ist da, das macht man, wird am meisten gespielt. Vielen Dank an Marc für den Support hier. Aber warum heißt es eigentlich Berliner Verteidigung? Weil Deutschland hat ja eigentlich verloren, ne? Also. Frag mich nicht mit den Eröffnungsnamen. Es heißt sogar Berliner Mauer, wird es sogar Na gut, die ist genannt. ja auch gefallen, ist ja auch eigentlich nicht so, ne? Ja, Was aber für im Schach den. ist sie noch nicht gefallen. Also es gilt als eine der solidesten Öffnungen, die man spielen kann, tatsächlich. Okay, er backt jetzt erstmal kleine Brötchen. Gut. Du Man kann hast auch jetzt. weitermachen, ne? Ich glaube aber mal hier. Ja, du hast jetzt recht schnell kursiert. Okay, er hat es nicht gesehen. Er hätte jetzt tatsächlich einfach den Bauern schlagen können. Er hätte den Springer abtauschen können auf C6, weißt du, mit dem Läufer. Und dann hätte er dann Zentrumsbauern auf E5 schlagen können als nächstes. Hat jetzt aber Stimmt, verpasst. ja. Tja, und jetzt kann ich natürlich decken, ne? Genau. Tut mir leid, Bro. Chance vertan. Chance vertan, zu schnell gespielt. Ja, er hat C3 gespielt, auch ein sinnvoller Zug, um für die Zukunft das vorzubereiten, da mit dem D-Bauern noch weiter vorzugehen. H3 möchte jetzt verhindern, dass du nach G4 ziehst. Auch sinnvoll. Hatte ich sogar auch tatsächlich vor, also hat er alles richtig gemacht. Frechdachs. Ich Okay. würde jetzt vielleicht den A-Bauern eins vorziehen, um seinen Läufer da wegzukriegen. Kannst du machen, ja. Ist auch gut, falls du deinen Läufer mal nach hinten ziehen möchtest, nach A7 oder so. Da steht dein Läufer wie so ein Sniper in der Ecke, aber schaut immer noch übers ganze Brett. Wie so ein Sniper in der Ecke. Ja, der Dann sag Sniperläufer. wenigstens, dass der Joke von mir ist, wenn du schon meine Jokes kopierst. Ja, gut, das ist mein Chat. Alles, was ihr hier reinschreibt, ist mein Urheberrecht, wenn ich das möchte. Okay, er zieht den Läufer zurück. Ich habe den anderen Bauern zwei nach vorne vielleicht. Kannst du auch machen, ja, wie du Das ist halt willst. irgendwie aber auch, keine Ahnung, so dumm irgendwie, ich weiß auch nicht. Du meinst, es bringt nicht viel. Ja, es hat Vor- und Nachteile. Du gewinnst da ein bisschen Raum. Auf der anderen Seite könnte es auch mal eine Schwächung sein und sein Läufer, gut, der steht jetzt da erstmal in der Ecke. Ich würde jetzt den C-Bauern auf E6 packen. Den erstmal entwickeln und der Das hat eigentlich wäre der Queen. tatsächlich ein schwerer Fehler. Okay, alles klar, dann machen wir das schon mal nicht. Naja, Ja, das der Ding guckt ja dann ist, eigentlich gut rein, so ins Feld, weißt du? ja, Also. klar, es ist ein ganz normaler Zug. Das Problem dabei ist, er zieht seinen D-Bauern vor, ja, greift deinen Läufer an und dann, wenn du den Läufer ziehst, zieht er ihn nochmal vor und dann gabelt er deinen Läufer und deinen Springer auf und du Warte mal, verlierst eine den Figur. D-Bauern. Ja, den Warte, da, hier genau, hin. ja. Da musst du Also deinen Läufer da. ziehen, genau, dann kannst du schlagen, dann Dann schlägt er wieder hier. mit dem Bauern. Mit dem Bauern schlägt er dann Ach ja, wieder. stimmt, über Ziehst da. du deinen Läufer? Ja, wenn du schlägst, verlierst Da. du, ja. Da. Krass, Alter, ne? Wie viel auf einem Feld so abgehen kann. Da waren gerade 20 Pfeile, Ja. ey. Ja, du kannst, ja, du könntest deinen Läufer schon mal vorsorglich so ein bisschen zurückziehen, den auf C5. Weil das will er sowieso machen, den Bauern da einen vorziehen, dann bist du nicht mehr im Angriff drin. Also auf B6 dann Ja, wahrscheinlich. genau. Da steht er schön solide. Kann ihm nichts Ah, passieren ich erstmal. muss noch meine 6 Übungen machen. Ne? Wenn ihr hier noch reins habt, dann werden es noch mehr. Ne? Also ich ziehe heute durch. Meine Schulter ist noch heile. Sind noch ein. Aber am Bizeps merke ich es ein bisschen auf jeden Fall. Okay. Mein World War II auf Lee Chess bestellt, alles klar. Ey. Okay, vielleicht auch mein Turm einfach gegenstellen in die Mitte. Ja, vernünftiger Was? Zug. So nicht, mein Freund. Also, weil in der Zukunft wird es da irgendwann die Action geben, dass entweder er den D-Bauern vorzieht im Zentrum oder du den D-Bauern vorziehst. Und dann wird sich die E-Linie vermutlich oder kann sich öffnen und da ist dann gut, schon mal den Turm dort platzieren, zu platzieren.
Aber baut man nicht eigentlich jetzt das ganze Match darauf, irgendwie den einen, also so viel wie möglich auf einen Punkt zu konzentrieren, damit man dann da angreifen kann? Naja, es kommt immer darauf an, wie der Gegner sich hinstellt und. Aber hier haben beide Seiten eigentlich den Plan, ein bisschen das im Zentrum zu spielen und den D-Bauern vorzuziehen. Weißt du? Der Läufer ist ja, ja gut, der, ja, ich verstehe das. Der Läufer ist aber auch gerade relativ tot, ne? Ja gut, er kann hier hin. Ja, es ist so eine typische Route, dass der Springer über F1 nach G3 zieht, tatsächlich. Das sieht man häufiger in diesem Abspiel. Weißt du? Über F1 will er als nächstes und dann nach G3. Ach so, Ja, ja, genau. Das okay. ist die Strategie. Aber die ist schlagbar, nehme ich mal an, ne? Also ich habe jetzt nur noch zwei Züge. Naja, gut, also es ist jetzt auch nicht der Weltuntergang, wenn er seinen Springer dahin bringt, aber einfach nur, dass du das mal gesehen hast, so ein typisches Manöver, den Springer darüber zu bringen zum König. Ja, du kannst Weiß ich, jetzt entweder direkt das im sind Zentrum echt so Stellungen, spielen. muss ich sagen, da weiß ich echt kaum, was ich machen soll. So, weil eigentlich steht alles gut, so. Ja, das Nicht sind sehr, überragend, sehr aber schwierige okay. Stellungen. Also du könntest direkt im Zentrum spielen, deinen D-Bauern nach vorne bringen, du könntest auch so einen Zug machen wie H6, um da einfach das auch mal zu machen, wie er das gemacht hat. Du könntest auch deinen Läufer irgendwo hinspielen, nach B7 vielleicht oder nach E6. Aber mal gucken, wenn ich hier einer vorne spiele, schlägt er, schlag ich. Ja, das war's eigentlich schon, ne? Ja, passiert nichts weiter. Dann nehmen wir das doch, oder? Ja, hätte ich hier glaube ich auch gemacht. Mal schauen, wie er jetzt darauf reagiert. Weil du stehst eigentlich so weit ganz vernünftig, also kannst du das machen hier. Würdest du ihn so 2064er Elo einordnen oder würdest du sagen, der spielt schlechter? So jetzt, Das oder kann kam man das nach bisher elf nicht Zügen sagen. so? Also bisher ist ja nicht viel passiert, ne? Ihr habt beide vernünftige Züge gemacht, die Stellung ist sehr reichhaltig und das wird sich jetzt zeigen, aber ich werde mal davon ausgehen, dass er so stark ist wie seine Zahl. Er braucht aber auch immer relativ lange. Er braucht genau so lange, wie man das braucht, um uns im Handy einzugeben, ne? Also. Davon würde ich jetzt nicht ausgehen hier. Ich glaube, FBL ist ein ganz vernünftiger Typ hier. Wenn man bei LeeChess Cheater stehen hat, also es wird ja irgendwie, gibt ja, wenn du cheatest, dann wird das irgendwie angezeigt. Dann kannst du das eigentlich auch wieder loswerden oder ist dann. Nee. Nee. Also du Das ist kannst dir einen ja, neuen Account machen eigentlich, ne? du Also. kannst weiter Partien spielen, aber du wirst dann nur noch gegen Cheater, gegen andere Cheater gelost. Das ist ganz witzig gemacht. Also die Nice, okay, das Leute, eigentlich nicht. die das drinstehen haben, die wissen gar nicht, dass sie es drinstehen haben. Das ist nur für andere Ach sichtbar. so. Ja, ist schlau, ne? Weil so quasi sichergestellt wird, dass die Leute noch weiter ihre Zeit damit verschwenden, auf dem, oder keine Ahnung, oder weiter mit dem Account aktiv sind und gegen andere Cheater spielen. Scheiße. Soll ich den Und Bauern nehmen? Bringt mir eigentlich nicht viel, ne? Weil dann nimmt er und dann. ja, es bringt dir nicht viel. Genau. Danke übrigens an Enrico für den Stufe 1 Sub. Also 9 wieder, oh Mann. Ja, steht noch einiges an bei dir. Okay. Ja, worüber denkst du jetzt nach? Den B-Bau nach Den vorne? Bauern nach vorne. Wenn er Was? nimmt, könnte ich mich hier bestehen. Ja. Aber was, wenn er nicht nimmt? Dann hast du eigentlich nicht so viel gewonnen, glaube ich. Du könntest, ja. Ja gut, wenn er nicht nimmt, kann. Ja gut, wenn, ja, das bringt mir auch nichts. Mit dem Bauern noch einer vorne. Das wäre möglich auf jeden Fall. Ja, du deckst den Bauern ausreichend. So viel steht fest, ja. Ist das gut? Ich weiß, also das ist so eine Stelle, wo ich mich wirklich überhaupt nicht auskenne, wo ich gar nicht weiß, was jetzt irgendwie gut ist, um ehrlich zu sein. Ja, ist auch echt eine schwierige Stellung, weil eben noch alle Figuren auf dem Brett sind. Weißt du, und das machte die Stellung sehr komplex. Noch keine Aber einzige Figur wurde eigentlich wäre es abgetauscht. dann jetzt zum Beispiel gut, den Bauern vorzustellen, dass man halt irgendwie mal die Möglichkeit hat, was wegzutraden, oder dass halt einfach was weg ist, so. Ja, dann mach das doch einfach mal. Also, das ist ein typisches Motiv hier mit dem Bauern vorzugehen. Aber also ich bin mir da auch unsicher, wann genau man das macht und wann nicht. Es ist Und das echt gar als nicht so GM, leicht zu ne? sagen. Ja, es ist eine schwierige Stellung. Hast du eigentlich selber noch Anspruch an dich, irgendwann mal so Europameister zu werden oder wieder Deutschlandmeister? Oder spielst du so aus Spaß einfach nur noch und denkst dir so, ja, ist schon in Ordnung? Ja, ich bin tatsächlich noch zurzeit amtierender Deutscher Meister.
Ach so. Von daher, das habe ich schon mal abgehakt, aber Okay. ich würde Autsch. gerne noch in die Top 100 kommen. Das wäre so ein Ziel, was ich gerne erreichen würde. Tja, das hätte man jetzt natürlich wissen können, ne? Naja. Alles gut. Also die Top 100 der Welt, das habe ich mir vor ein paar Jahren so als Ziel gemacht und war auch schon mal ganz relativ nah dran, glaube ich. Ich glaube, ich war mal so 100, weiß nicht, 170 oder sowas, aber bin da ein Ist bisschen schon wieder nah dran, ja. runtergefallen. Ja. Ja, die Luft ist dünn da oben. Es sind alle gute Jungs. Okay, spielt den Springer noch da, okay. Das haben wir ja schon gedacht, dass er das tut. Ja. Da kann er nicht hin, da kann er hin, theoretisch. Aber ist das schlimm? Geht. Wenn er hier steht, kann er dahin, Nee, dahin. Das also war's. dahin kann er nicht, weil da kannst du ihn schlagen. Mit deinem Hier hin? Springer. Stimmt, ja, stimmt, da kann ich ihn schlagen. Und da kann ich ihn auch schlagen. Genau, Aber er also. deckt jetzt den Bauern, ne? Ja, aber der Bauer, das ist jetzt eh irrelevant, weil den Bauern kannst du eh nicht gut angreifen auf E4. Gut, wenn ich ihn nehme, bringt mir das nichts, ne? Weil dann nimmt er einfach und dann ist eigentlich genau das gleiche wie vorher. Mehr oder weniger, ja. Also du könntest jetzt auch mal ja, einfach so einen sinnvollen Zug machen, wie den Randbauern einen nach vorne. Das kann man einfach mal ganz gut machen. Den H-Bauern? Ja, genau. Einer Weil vorne einfach. einfach einen nach vorne, weil du machst dir damit ein Luftloch für den König und du kontrollierst auch dieses Feld G5 und er kann nicht mehr seinen Läufer dahin ziehen, er kann nicht mehr seinen Springer dahin ziehen. Ist einfach ein bisschen eine Verbesserung deiner Stellung. Okay. Also den kann man quasi immer mal machen, wenn man nicht weiter weiß so. Und nichts Also geboten nicht immer, bekommt. aber häufig ist das ein sinnvoller Zug. Genau. Und vor allem in diesen Stellungstypen, die wir jetzt auch häufiger gesehen haben, E4, E5 jetzt, da kann man das häufig machen, um genau ja, diese Vorteile zu haben, dass der König mehr Platz hat, kein Grundreim hat mehr für die Zukunft. Ist natürlich jetzt noch Zukunftsmusik alles, aber schadet nicht. Und vor allem, dass er nicht seinen Läufer da platzieren kann oder seinen Springer auch vielleicht. So. Ja, was denkst du, was machst du als nächstes? Ich würde das komplett von meinem Gegner abhängig machen, weil wie gesagt, ich weiß wirklich gar nichts, was ich machen soll. Okay. Weiß nicht, man könnte vielleicht den B-Bauern eins nach vorne, dass man zweimal den Bauern angreift, aber weiß nicht, bringt mir wahrscheinlich auch nicht so viel, wa? Ja. Weil der wäre hier gedeckt und der ist da gedeckt. Und da Das ist und eine da. Idee, allerdings ja, könnte man überlegen. Könnte man überlegen, mit dem B-Bauern vorzugehen. Vielleicht zieht er dann einfach vorbei, könnte sein. Ja, das ist eine schwierige Stellung auf jeden Fall. Deshalb überlegt er hier auch ein bisschen länger. Und. Ja, für Weiß auch nicht klar, was er als nächstes macht. Ne? Also er steckt quasi in derselben Lage wie du. Es ist überhaupt nicht offensichtlich ist, was sein Plan ist hier als Ja. nächstes. Jules, Dankeschön für den Stufe 1 Sub. Vielen lieben Dank. Er denkt länger nach als seine Gegner davor, so ungefähr, ne? Ja, aber spielt das auch besser bisher? Ja, also die Zeit ist ja auch dafür da, um genutzt zu werden, so. Von daher. Ich meine, wir sind ja auch so fair und würden nochmal Zeit draufpacken, ne? Also spiel ruhig, so dass du zufrieden bist am Ende. Das ist das Wichtigste. Okay, dann kann die Partie jetzt aber auch noch sehr lange dauern, mein Lieber, wenn du das sagst. Okay, lass dir vielleicht nicht so viel Zeit, aber ein bisschen kannst du dir sehen. Was für eine Serie wollt ihr noch schauen heute? Wir gucken gerade Japan singt. Ah, okay. Habe ich noch Das ist nicht so ein von neuer gehört. Anime, wo Japan singt, quasi. So mit Erdbeben und so. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Auch wenn der Zeichenstil echt grottig Yes! ist. Da ist das Matt! Oh, er schlägt. Erstmal vielen, vielen Dank an Olli Olleg, neues Mitglied hier. Schön, dass du dabei bist. So, er schlägt, wie schlägst du wieder? Das ist die Frage. Mit dem Bauern oder mit einer Figur? Ich glaube, wenn du so fragst, ist der Bauer wahrscheinlich relativ wichtig da im Zentrum, wa? Ne, mit einer Figur ist tatsächlich besser. Und ich erkläre dir auch gleich warum. Ich würde mit dem Läufer vielleicht.
Mach wie du Nee, denkst. mit Solange du nicht mit der Dame dem. schlägst. Ja. Aber ich gut, ist halt die Frage, ne, ob Springer oder Läufer halt stärker sind. Ich habe das Gefühl, ich kann mehr mit dem Springer anfangen irgendwie. Aber ich glaube, der mit dem Springer zu schlagen ist stärker, wa? Ich glaube auch. Mit dem Läufer schlagen würde auch gehen, aber ich würde lieber den Läufer behalten. Ich bin auch eher der Läuferfreund. So, ich erkläre dir einmal, warum das jetzt besser war, als mit dem Bauern zu schlagen. Weil jetzt hast du da einen schönen Stützpunkt, nennt man das, in der Mitte des Brettes. Weißt du, das Feld D4 kannst du für deine Figuren nutzen und sie werden auch noch von den Bauern gedeckt. Und er kann dich dann nicht mit einem seiner Bauern vertreiben. Das ist der große Vorteil. Weißt du? Und wenn du mit dem Bauern geschlagen hättest, dann hättest du das Feld verstellt, du hättest auch deinen Läufer verstellt auf B6, der hätte dann auf den eigenen Bauern gezielt. Und so ist es jetzt, der Läufer ist deutlich happier, dass er jetzt die offene Diagonale hat. Und dementsprechend war das besser mit der Figur zu nehmen. Jetzt würde ich mit der Dame nehmen. Kannst du machen, ja. Dame oder Läufer, wie du willst. Ich glaube, ich würde die Dame nehmen. Okay, auf geht's. Das klingt so. Ja, gut, also die Dame, du stellst jetzt erstmal eine Drohung auf und mal sehen, wie ihr die pariert. Hast du gesehen, welche Drohung du jetzt hier aufgestellt hast? Das habe ich mir auch schon so gedacht, ne, auf den Bauern halt. Ja, genau, auf den Bauern drauf. Und ja, bei mir, Albert Knappe schreibt es auch noch, der D-Bauer ist auch schwach. Genau, der D-Bauer, der ist jetzt ein rückständiger Bauer und den muss er mit seinen Figuren decken. Und das ist ein bisschen ungünstig, weil Figuren wollen gerne andere Sachen machen als Bauern decken, aber naja, wenn er den nicht ausreichend deckt, geht er verloren. Und das ist ein weiterer Vorteil, dass du den jetzt quasi über die D-Linie angreifen kannst mit deinen Figuren, mit dem Turm, mit der Dame und so weiter und so fort. Gut, er macht Dame E2, guter Zug, deckt den Bauern. Danke erstmal an Buka Bot für den Twitch Prime Star für die 2 Monate. Danke sehr. Gut, aber er droht damit ja nichts, ne? Er deckt halt nur den Bauern da Ne, an er der hat einfach Seite. den Bauern gedeckt, genau. Ja, du hast immer noch eine Figur, die du noch nicht im Spiel hast. Den anderen Läufer? Genau. Jetzt vielleicht auf E6, weil was anderes kann ich eigentlich auch nicht machen, ne? Ja, klingt vernünftig. Weil sonst wird er überall weggeschlagen, ne? Also es bringt mir ja nichts. Ne, das stimmt. Ja, es war nur noch die Frage, ob du ihn nach B7 vielleicht ziehst. Das ist auch häufig eine Idee. Stimmt. Aber der Nachteil wäre dann gewesen, dass er seinen Springer dann nach F5 hätte ziehen können, nach vorne, weißt du? Und das wäre ungünstig gewesen, wenn er seinen Springer reinkriegt. Weil jetzt, wenn du ihn vorziehst, kannst du ihn immer schlagen, ist kein Problem. Aber wenn du den Läufer nach B7 gezogen hättest, dann hättest du nicht mehr das Feld Yes! kontrolliert. Da ist das Matt! Würdest du denn sagen, ich stehe jetzt gerade besser als er Ja, oder ja. noch ziemlich Nee, ausgeglichen? du stehst besser hier. Wegen dieser, weil du die bessere Struktur hast, weil du dieses schöne Feld hast für deine Dame und weil er auch den schlechten Bauern hat, deine Figuren sind alle sehr harmonisch aufgebaut, er steht eher passiv, sein Läufer C2 ist fürchterlich und von daher stehst du hier besser. So, ich bedanke mich einmal bei Black Anvil für den Support, für die Mitgliedschaft auf YouTube. Danke dafür. Ach, das ist gleichzeitig noch auf YouTube. Ich gucke und bin nur bei Twitch, habe ich gerade mal Ach so so, ja, reingeschaut. ich mache mit Restream, bin ich auf verschiedenen Plattformen, auch auf Facebook am Start. Echt? Okay, ja, warum nicht, ne? So. Gucken da Leute zu? Ja, ich kann das gar nicht sehen. Vielleicht ein paar. Okay, A4 macht er. Interessant. Was hältst du davon? Ich würde meinen Bauer einfach vorstellen, weil sonst holt er den Turm raus. Gold richtig, ja, genau richtig. Und vielleicht kannst du sogar noch weiter vor damit. Also mal schauen, was er macht. Aber ja, sein Läufer ist nicht happy da auf C2. Wobei man das ja auch nicht weiß, ne? Man sollte nicht so über andere Leute reden, wenn man da nicht drin ist. Vielleicht freut der Läufer sich ja auch und denkt so, ja Mann, das ist Ah, genau meine okay. Position. Da hat schon Absichten hier jetzt den Läufer wieder zu aktivieren über A4 wahrscheinlich. Okay, er greift erstmal deinen Läufer an. Tja, die Taktik ist ja entweder ich kann den Läufer halt wegziehen, ne? Oder ich gehe mit dem Bauern nach vorne, aber ich glaube, der Läufer wegziehen ist wahrscheinlich klüger, ne? Auf C4.
Weil wenn ich ihn schlage, dann holt er seinen Turm halt raus, ne? Das bringt Nee, mir das wäre nichts. nicht gut. Das wäre nicht gut. Genau. Ja, willst du sagen, Läufer ist das Beste, oder? Ja, den Läufer solltest du ziehen. Die Frage ist nur, ob nach C5 oder nach A7. Wahrscheinlich ist A7 besser, ne? Aber ich kann es mir nicht erklären. Dann mach einfach. Und dein Gegner möge dir auch mal ein bisschen Zeit dazu geben. Das wäre gut. Aber das ist jetzt wirklich besser oder wolltest du jetzt Ja. einfach nur nicht zu viel sagen? Nee, das. Ich weiß nicht. Also intuitiv würde ich auch sagen, der Läufer steht besser auf A7. Auf C5 ist irgendwie so ein bisschen wackelig, habe ich das Gefühl. Gut, aber jetzt steht er halt vor meinem Turm, ne? Ich meine, das ist jetzt vielleicht noch nicht so Ja, aber wichtig, der aber. Turm, der wollte eh nicht so viel machen auf der A-Linie, ne? Also da steht er nicht Ach wirklich im so. Weg. Eine Idee, auf die man auch immer achten sollte, ist hier, wenn er den Läufer rausbringt und eine Dame angreift. Ich weiß nicht, ob du darüber schon nachgedacht hast, aber das ist so ein Zug, den er als Möglichkeit hat, seinen schwarzfeldigen Läufer von C1 nach E3. Stimmt, was mache ich dann? Gute Frage eigentlich, ne? Ja gut, der Zug hat auch Nachteile, aber da, auf diesen Zug muss man ein bisschen achten. Den würde er eigentlich gerne spielen, um deine Dame loszuwerden, aber der hat auch einen Nachteil. Deshalb hat er den noch nicht gemacht, glaube ich. Na, weil du mir hilfst, weiß er auch ganz genau, dass wir das sehen. Dame F3 macht er. Aha. Das ist ein gewiefter Zug, glaube ich. Er hat da so eine Idee, hat er vermutlich. Ich weiß nicht, war das jetzt so gut? Ich weiß nicht, egal, er könnte ihn halt hier hinziehen, aber. Wäre gedeckt, hier wäre er weg, hier war er weg. Hier bringt es ihm auch nichts, hier wäre er auch weg. Die Dame hat keine weiteren Felder, aber er möchte, glaube ich, eine bestimmte Sache machen, die jetzt mit Aber der den Dame Turm möglich muss er ist. halt. Entweder Turm oder Leute, weiß ich, was bringt das so, so? Gute Frage. Oder vielleicht will er seinen Springer auch nach vorne bringen, das kann auch sein. Also es gibt verschiedene Ideen. Also die Frage ist, was machst du in der Zwischenzeit? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich würde vielleicht den Bauern hier einen nach vorne Ja, stellen. guter Plan. Jetzt muss er nämlich seinen Läufer irgendwo komisch hinstellen auf die Grundreihe. Also entweder nach D1 oder B1. Und ja, steht halt sehr seltsam da mit seinen Figuren, ne? Also es ist irgendwie so unkoordiniert. Ja gut, aber danach weiß ich halt wieder nicht, was ich machen soll. Ne? Es wird jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen so weitergehen. Naja, du hast ja noch die Türme, die doch gar nicht so viel machen. Vor allem der Turm auf 8, das wäre jetzt so mal, was du angehen könntest, was du verbessern könntest. Also man kann immer schauen, okay, welche Figuren sind schon im Spiel und welche Figuren sind noch nicht so richtig im Spiel. Und da ist ein offensichtlicher Kandidat der Turm auf A8, der noch nichts leistet aktuell. Okay, Läufer D1, das war auch notwendig so, weil wenn er ihn nach B1 zieht, dann kommt er gar nicht mehr raus. So. Okay, gut. Da würde ich jetzt den Turm von A8 auf D8 stellen, ne? Irgendwie in der Mitte, Das oder? wäre. Ja, mach das mal, mach das mal. Ich Na, muss es klingt das. so, als ob man das nicht der beste Zug ist. Nee, ich hatte erst Sorge wegen einem Zug, aber du kannst es machen.
Weil du musst halt die ganze Zeit auf diesen Zug achten mit Läufer E3, ne? Das ist das Ding. Und da spießt er jetzt ein bisschen deine Dame und deinen Läufer auf. Verstehst du? Ja. Aber das wäre nicht gut gewesen, weil du dann den Bauern schlagen könntest auf B2 und seinen Turm angreifst, theoretisch. Jetzt hingegen, jetzt hat er den Bauern gedeckt, jetzt droht er tatsächlich diesen Zug Läufer E3 und deinen Läufer zu gewinnen. Von daher, Aber da. könnte ich nicht, wenn ich die Dame hier hinstelle, mit Angriff auf den Turm? Ja, prinzipiell gute Idee, allerdings deckt sein Turm in der Ecke dann den Turm auf Ach E1. stimmt, der steht ja gar nicht mehr hier, ja. Ja, genau. Das heißt, die Dame jetzt schon wegzubewegen, ist am klügsten, oder? Ja, genau. Vielleicht B4, um trotzdem den Turm anzugreifen, weil jetzt gerade wäre der noch nicht gedeckt. Ja gut, dann könnte er den Dings hier einfach hinstellen, ne? Er wird dann seinen Läufer ziehen. Ja. Mal gucken, wo kann denn die Dame überall hin? Vor allem die Frage ist auch, wenn er den Zug macht, wie decke ich den Läufer, ne? Weil der muss ja dann auch irgendwo noch gezogen werden. Die Ja, Dame vielleicht zwei. es wäre schon sinnvoll, die Dame jetzt zu ziehen, ja, genau. Zwei zurück vielleicht, dann könnte ich den Läufer einer vorne stellen, dann wäre die gedeckt, wenn er den Zug macht, Ja gut, theoretisch. wenn er den Zug macht, kannst du den Lauf auch abtauschen, das ist kein Problem. Okay. Dann. Tja, gute Frage, Alter, ne? Ist irgendwie. Ja, zieh die Dame dorthin, wo du denkst. B4 trotzdem? Kostet mich ja eigentlich nichts, ne? Kannst du machen, ja. So, jetzt greifst du den Turm an auf E1. Ja, das war seine Idee. Aber das war auch nicht mehr leicht abzuwenden. Das ist so ein Motiv, was du dir gut merken kannst. Er schlägt den Bauern und wenn du wieder schlägst, wenn du seinen Läufer schlägst, will er deinen Springer schlagen und dann hat er einen Bauern gewonnen. Okay, also schlage ich jetzt nicht zurück erstmal, oder? Naja, ja. Das ist ein bisschen die Frage hier. Gar nicht so leicht zu sagen. Naja, wenn du schlägst, dann kriegt er seine Dame schon sehr nah zu deinem König. Ist, glaube ich, auch ungünstig. Ich weiß aber auch echt überhaupt nicht, was ich hier irgendwie ziehen soll, Mann. Das ist echt eine schwierige Stellung. Dame, vielleicht könnte ich hier reinstellen höchstens, aber dann greife ich auch nur den Bauern an. Ich weiß nicht, Ja, Dame irgendwie. D2 geht nicht so gut, weil er dann die Dame schlagen könnte. Hier kann er die schlagen. Ach stimmt, ah ja, fuck. Der Läufer kann wieder zurückkommen. Ja. Das ist so ein Game, da bin ich halt irgendwie raus. Weiß ich nicht, das ist. Aber ich habe ich schon verloren oder ist noch okay? Ja, ist nicht so leicht hier. Ich glaube, es wäre gut, wenn du deinen Springer mal ziehen würdest, damit er auch seinen Läufer angegriffen ist. Weißt Den Springer ziehen, damit der Läufer angegriffen ist. Wo soll ich den denn hinziehen? Ich habe doch nur einen Zug, oder nicht? Naja, aktuell kannst du den Läufer nicht schlagen, weil er dann seinen Springer schlägt. Aber wenn du jetzt den Springer irgendwo hinziehst, dann könntest du seinen Läufer schlagen, ohne dass er deinen Springer schlagen kann. Warte nochmal. Also ich soll den Springer ziehen, ja? Den Ja, Springer, das Pferd. genau, das Pferd. Aber wohin denn? Das geht doch eigentlich nur B7, oder nicht? Es gibt Oder D7 oder H7. H7, ja. Ja, dann H7 wahrscheinlich eher, ne? Ja, ist näher beim König, ist ein bisschen sicherer, glaube ich. Weil sonst könnte es sein, dass er vielleicht schon irgendwie opfert und dann mit Springer und Dame versucht, matt zu setzen. Einmal vielen Dank an Metromax nochmal für den Support. Danke dir. Jetzt muss er sich um Gut. den Läufer kümmern, auf jeden Fall. Der ist jetzt angegriffen. Gut auf jeden Fall, auch, dass mir die Leute im Chat so viel Mut zusprechen und sagen, dass ich schon verloren habe. Danke, Jungs. Ja. Aber der Läufer war doch vorher auch angegriffen, oder was sehe ich da nicht? Also hier durch Ja, den du Bauern. hättest ihn schlagen können, aber dann schlägt er deinen Springer. Und dann ist quasi einfach ein Trade.
So. Ach so, ja, okay. Und ein Trade, der für dich nicht gut ist, weil dein König dann noch offener ist und seine Dame auch sehr nah bei deinem König wäre. Und jetzt, wo du den Springer weggezogen hast, jetzt bedrohst du einfach seinen Läufer. Und er hat eigentlich nur ein Feld hier. Ich weiß gar nicht, woran er so Aber wenn er mit der überlegt. Dame schlägt. Ach ja, doch, ja, die war ja hier, ja, okay. Er überlegt jetzt vielleicht, ob er den Läufer opfern kann irgendwie. Aber nee, jetzt zieht er ihn zurück. Das war auch das einzige Feld, was er hatte. Na gut, das ist halt jetzt fast genau das Gleiche, ne? Also ich weiß jetzt halt immer noch genauso wenig, wie ich jetzt hier weiterkomme irgendwie. Ja gut, du musst dich jetzt erstmal darum kümmern, dass er deinen Läufer angreift. Einfach traden? Das könntest du machen beispielsweise. Ja, vorhin hast du gesagt, einfach traden, wenn er das macht. Und jetzt ist ja quasi das Gleiche noch, ne? Nur, dass du ein Außer paar dass ich. weniger hast, ja, aber ja, kannst du machen. Aber ich denke mir halt auch bei guten Spielern, wenn ich das halt mache, ist ja auch gut, wenn die halt eine Figur weniger haben, um mich matt zu setzen, weißt du? Ja. Ja, okay. Verstehe ich. Ja, du hättest den Läufer auch ein Feld nach D4 setzen können, wieder auf diesen Stützpunkt. Das wäre auch gegangen. Aber ja, schlagen ist auch okay. Gut, aber dann Wegmann nimmt er schreibt den. Könnte er hier. den ja auch einfach nehmen, ne? Ja, das könnte er. Aber dann hättest du ein bisschen besser deine Figuren platzieren. Könntest du wieder die Dame auf dieses schöne Feld bringen. Und jetzt gibst du ihm auch die Möglichkeit, mit dem Bauern zu schlagen, wobei ich gar nicht weiß, ob das so gut ist. Hier im Chat schreibt einer: Unglaublich, mit welcher Seelenruhe du Kuchen-TV-Coach. Ich stehe hier schreiend vorm PC. Okay, er Ja schlägt gut, mit ich dem bin halt Bauern. Anfänger, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ja, ich finde, du schlägst dich hier ganz gut. Er hat mit dem Bauern geschlagen und jetzt gibt es hier einen Zug, den hast du vorhin schon mal angedacht. Ich glaube, den könntest du jetzt ganz gut machen. Vorhin hätte er die Dame verloren, aber jetzt wäre das möglich. Hier rein. Ja, genau. D2. Rein in die gute Stube. Immer rein in die Olga. Was bringt mir das jetzt? Ich greife ja eigentlich nur den Bauern gerade an. Also ich greife noch Was heißt andere an, denn nur aber den das ist der Bauern? nicht gedeckt ist halt, ne? Wenn der Bauer weg ist auf B2, dann hast du einen richtig fetten Freibauern auf B3, der schon zwei Felder vor der Umwandlung steht, weißt du? Okay, ja. Aber dann. Er kann ja einfach seinen Turm da hinstellen, oder nicht? Dann ist er auch wieder so, Naja, dann schauen wir mal, wie er damit umgeht. Das sind aber auch die längsten Schachpartien, die ich halt je hatte. Ja, es Muss geht ich jetzt auch echt einfach mal lange, sagen, ne? ey. Der Gegner lässt sich auch Zeit. Ja, kann er ja auch machen. Aber ja, die Partie, die dauert. Aber was würdest du sagen, wie ist jetzt so die Siegchance so aufgeteilt prozentual? Was würdest du sagen? Die Siegchance prozentual. Puh. Ich glaube Auf tatsächlich, drei dass du. Nachkommastellen genau, bitte. Also wenn das jetzt. Also ganz objektiv, ja, nicht davon beeinflusst, wer jetzt hier spielt. Ja. Dann würde ich sagen, ist es. Puh. Ich sehe Schwarz im Vorteil, also so 55 oder 60% für Schwarz. Krass. Vielleicht sogar mehr, ich weiß nicht. Die Dame ist schon ein guter Zug hier, die Dame rein. Also du hast zwar einen Bauern weniger aktuell, aber deine Figuren, also sonst passt das doch noch ganz gut hier. Und ja, also es kommt jetzt schon auf die nächsten Züge auch an. Wenn du jetzt weiter stark spielst, dann glaube ich, ist deine Stellung vorzuziehen. Mal sehen, was er jetzt erstmal macht. Oh, einer sagt 90% für Weiß. Das ist, glaube ich, also einen direkten Gewinn gibt es hier auf jeden Fall nicht für Weiß. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Oh, danke schön. Klickbetrug für das Hosten mit 8 Leuten. Für das was? Der hat mich ja geradet, gehostet Ah, mit 8 Leuten. cool. Was machst du denn, wenn er jetzt einen Bauern deckt? Können wir schon mal drüber nachdenken. Ist ja relativ wahrscheinlich. Ich würde den Springer nach vorne stellen, um seine Dame anzugreifen, vielleicht.
Das Weil ist es ist eine ja gute der Idee. Läufer da weg. Das ist tendenziell auf jeden Fall eine gute Idee, ja. Den Springer wieder ins Spiel zu bringen und auch seinen Dame anzugreifen. Dann kannst du wiederum überlegen, wohin zieht er seine Dame. Ja, und so geht es dann immer weiter. Mal gucken, könnte sie. Er kann die da eigentlich nur hier reinstellen, wa? Dahin Was könnte er, sagst könnte nach vorne ziehen, ja, aber er du? könnte auch nach H5. hinten ziehen. Ja gut, ich habe jetzt nur halt von vorne geguckt halt, ne? Also H5 könnte er gehen. Ja. Was kannst du da machen? Den Bauern einer vorne, die Decken, Springer decken. Das wäre ein vernünftiger Zug, ja. Ja, mach das einfach erstmal und dann schauen wir, was er macht. Du hast noch einen besseren Zug nach Dame H5. Also ich habe jetzt schon gespielt. Ja, genau. Das ist auch der beste Zug hier in der Stellung. Denke ich. Sag ich auch mal. Also ja gut, wenn er die Dame halt hier hinstellt, kann ich ihn theoretisch erstmal Schach stellen, ne? Oder kann Genau, er du die kannst den schlagen? Bauern schlagen mit Schach, deckst damit auch den Springer wunderbar. So. Ja, und hier hast du jetzt auch einen Trickzug, den du machen könntest. Also wieder so eine kleine Taktik, mit der du einen Bauern gewinnen kannst. Und der Gegner müsste ja erstmal ein bisschen Zeit wieder geben. Weil Ja. sonst ist es schwierig. Ah, gut, ich dachte, er gibt mir keine Zeit, Ja, deswegen dachte ich mir. er spielt schon ein bisschen mit deinen Nerven, ne? Ja. Weiß ich, den hier zwei nach vorne, aber das bringt mir eigentlich auch nicht, ne? Dann nimmt er, dann nehme ich. Dann kann er mit der Dame nehmen. Ja, du kannst tatsächlich dasselbe machen, was er vorhin gemacht hat. Du kannst dich revanchieren. Den Läufer hier hinstellen? Nee. Wenn er dann schlägt. Wenn er ihn schlägt, schlag ich ihn. Achso, dann wäre er Dings, ne? Der Gabel. Genau. Ah, da gewinne ich ja nicht einen Bauern, sondern die Dame, oder nicht? Dann. Naja, er muss den Läufer nicht schlagen. Also den Läufer Ja, gut, sollte er dann stimmt, nicht ja. schlagen. Das ist eben das Ding. Ja. Aber so hast du den Bauern jetzt zurückgewonnen. Und behältst aber weiterhin deine gute Stellung mit der Dame. Und deshalb sehe ich dich hier eigentlich im Vorteil. Stimmt, jetzt stehe ich echt gar nicht mehr so schlecht, ne? Das sehe selbst ich und das muss was heißen. Ja, weil seine Türme, die stehen da auch ein bisschen seltsam, ne? Also, die stehen da in der Ecke, machen nicht viel, müssen den Bauern verteidigen. Ja. Ja, wir können gerne mal Schach 1 gegen 1 ohne Trainer machen. Easy. Wer sagt das? Wie bitte? Wer hat das gesagt, Schach ohne Trainer? Also Imp, auch so Ach ein so. YouTuber. Ah, okay, cool. Ich habe dir übrigens bei Discord geschrieben, ne? Du kannst auch antworten ruhig, wenn du lustig bist. Als ich auf die Beschreibung geguckt habe, dachte ich, spielt er jetzt ernsthaft Schach? Ich lache mich jetzt innerlich tot. Warum? Schach ist doch cool. Ich muss auch noch 12 Übungen machen mit den Hanteln. Das darf ich nicht Oh vergessen, ja, ne? je länger du wartest, desto schwieriger wird es dann, weil du dann alle hintereinander machen musst. Tja, ihm fällt jetzt auch nichts mehr ein, wa? Tja. Ja, ich wüsste tatsächlich auch nicht genau, was ich jetzt machen würde als Weißer, so auf den ersten Blick. Es ist echt nicht so leicht, weil. Naja, deine Figuren stehen ganz gut hier und er kommt nicht so richtig vor. Geht das Match noch? Ja, Schach ist halt auch King. Es ist auch einfach cool, weißt du, wenn du so bei Kollegen bist, du kannst einfach sagen, jo, eine Runde Schach. Das ist so, boah, der spielt Schach heftig, Alter. Ja, die Partie wird jetzt eine richtige Monsterpartie, ne? Wir spielen schon, weiß nicht, 3/4 Stunde, glaube ich.
Aber das ist ja auch der beste Gegner bisher, das darf man nicht vergessen. Ich finde, also dann lernt man dabei, finde ich, auch was, wenn du mich bei solchen Matches coacht, wo halt auch wirklich ein Gegner ist, der halt gut ist, weil dieser Winterlandschaft, der war ja wirklich einfach nicht gut so. Musste man ja halt einfach sagen, ne? Der hat ja einen Fehler nach dem anderen gemacht. Ich glaube, am besten spielst du gegen Leute, die ungefähr deine Spielstärke sind oder ein bisschen stärker. Genau. Der Winterlandschaft hatte schon 200 Punkte weniger. Von daher, das hat sich dann eben auch bemerkbar gemacht. Wie lange hat man bei richtigen Schachpartien Zeit zu überlegen? Bei einer richtigen Turnierpartie sehr lange. Also da ist eine Dreiviertelstunde, ist da nichts gegen. Das geht schon mal so 3, 4 Stunden oder auch länger. Und du musst dir halt deine Zeit selber einteilen. Also wie jetzt hier auch online, ne? Du kriegst, weiß nicht, 1,5 Stunden und bekommst dann noch pro Zug 30 Sekunden obendrauf. Und du hast mir jetzt nochmal gut Zeit gegeben, ne? Ja. Also da hast du auch ordentlich Zeit. Ordentlich Zeit. Boah, krass, aber so 4 Stunden da sitzen oder 3 oder 2 finde ich schon echt anstrengend irgendwann, oder? Naja, du kannst auch schon mal aufstehen. Also wenn dein Gegner vor allem nicht im Zug ist, dann kannst du auch mal ein bisschen rumlaufen oder bei anderen Partien schauen. Ist jetzt nicht so strikt, dass du da am Stuhl festgenagelt bist. Aber ja, schon intensiv da so lange Schach zu spielen, dann, also da ist man Wie schon lang am ging so Ende. deine längste Partie? Tatsächlich über 7 Stunden. Aber auch am Stück, ja, nicht mit irgendwie noch Pause dazwischen oder so. Ja, am Stück. Also Pause ist quasi, wenn der Gegner gerade dran ist. Aber ansonsten ist halt keine Pause. Ja. Also nicht so Krass, ey. richtig. Okay, er hat jetzt bietet den Damentausch an. Aber dadurch, dass ich besser stehe, sollte ich das wahrscheinlich eher nicht annehmen, oder? Naja, er droht tatsächlich auch deinen Läufer zu schlagen, weil er mit seinem Läufer nochmal das überdeckt. Und insofern, ich glaube, du hast keine andere Wahl hier. Weißt du, der Läufer auf F1, der deckt nochmal das Feld H3. Und dann hättest du halt nicht wieder schlagen können mit deinem Springer. Ich glaube, Läufer F1 war der beste Zug, den er machen konnte. Da richtig gut gesehen hier, weil er so deine aktive Dame abtauschen konnte. Ja. So, jetzt musst du auch deinen Läufer irgendwie ziehen. Erstmal so G4 vielleicht, nicht ganz so weit zurück, dass er noch offensiv steht, oder? Ja, Hauptsache du verlierst jetzt nicht auf Zeit, ne? Ja, zieh Der einfach muss mir mal. halt Zeit geben. Boah, Junge, das Ja, war aber auch jetzt. knapp jetzt, ey. Gib mir doch einfach direkt 5 Minuten oder so, anstatt immer so 50 Sekunden. Was soll das denn, ey? Was ist los Oh bei dir? nein. Du gibst ihm so 5 Minuten, er gibt dir so eine Ja. Minute. Er will dich unter Druck setzen auf der Uhr. Ja, Läufer G4, genau. Oder nach E6 hättest du, glaube ich, auch wieder ganz gut gekonnt. Stimmt, was ist eigentlich, wenn du bei so Schachpartien auf Toilette musst, dann? Ja, du gehst einfach, wenn du gerade nicht dran bist. Kannst du Achso. einfach gehen, ist kein Problem. So, ich würde jetzt den Turm auf C8 stellen, um den Bauern zu decken, oder Okay. auf D7, um den Bauer zu decken. Ja, wahrscheinlich ist auf D7 schlauer, weil du dann auch noch den D3-Bauern im Blick behältst. Aber jetzt steht er tatsächlich besser, weil das war so dein großer Trumpf eigentlich, die Dame da in seinem Lager, und die konnte er jetzt abtauschen. Ich finde das eigentlich, also ich so als Laie würde jetzt sagen, es sieht ziemlich ausgeglichen aus eigentlich, oder nicht? Ja, vom Material her schon aktuell, ne? Also keiner hat irgendwie was mehr. Aber deine Bauern sind doch eher schwach jetzt hier am Damenflügel. Also der Bauer auf B3, der ist jetzt sehr weit vorne, den kann er irgendwie versuchen anzugreifen, und vielleicht auch den Bauern auf A6. Macht jetzt Turm C5 erstmal, okay. Und auch, ja, er kann die C-Linie gut nutzen, also das ist jetzt schon positiv für ihn hier. Ist halt die Frage, ne? Was will er? Er greift ja hier an und da. Ja, die sind beide noch gedeckt. Er will die Türme verdoppeln. Er will den anderen Turm auch auf die Ziellinie bringen. Aber dann könnte ich ja den Springer einfach auf E6 packen und nicht, dann würde ich ja den Turm erstmal angreifen. Das ist eine gute Idee, hat nur den Nachteil, dass dann dein Bauer auf E5 angegriffen ist. Von daher müsstest du den nochmal überdecken, am besten, bevor du Der den Zug Bauer spielen auf kannst. E5 da.
Der wird doch vom Turm gedeckt, oder? Ach so. Aber wenn du den Springer zwischenziehst, Ja. ist diese Decke unterbrochen. Den Bauer auf F6 vorziehen. Genau. Hier Ja. wird gerade bei mir im Chat gefragt, ob man das Handy mitbringen kann zur Partie. Nee, tatsächlich geht das nicht mehr, weil dann, naja, die Betruggefahr viel zu hoch ist, dass einfach Leute das Handy mit auf Toilette nehmen. Von daher darf man kein Handy haben während der Partie. Richtig so. Ja, es hat, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist ein Problem und ja, von daher gibt es da diese Maßnahmen. Also wenn dein Handy klingelt oder irgendwie man bemerkt, dass du ein Handy hast, während der Partie hast du verloren. Wow. Ja. Okay, jetzt greift er den Bauern an, jetzt kannst du deinen Plan quasi umsetzen. Aber ist es das Beste? Wäre es nicht vielleicht klüger? Weiß ich nicht. Den E-Turm auf C, weil wir dann, damit der Bauer hier doppelt gedeckt ist. Weil wenn ich dir jetzt. Ach, der ist ja auch dann gedeckt. Okay, ja. Ja, du deckst mit dem Springer auch den Bauern und du greifst den Turm Ja. an, also du gewinnst noch ein Tempo hier. Das ist da der Vorteil. Er muss jetzt irgendwas tun mit seinem Turm. Ja, hier wird gefragt, wie wurde der eine auf Klo erwischt beim Cheaten? Haben die da Kameras oder so? Nee, das war einfach auffällig. Das war der Verdacht war eh schon da. Und dann, naja, hat halt der eine ein Foto gemacht. Gut, das war ein bisschen grenzwertig. Aber da hat sich dann eben gezeigt, dass er am Handy ist. Und, ja. Okay, so, Turm C6. Er greift jetzt seinen Bauern an auf A6. Kann ich auch nicht wirklich decken, ne? Doch, doch, doch. Gibt es noch Ah, den. Möglichkeiten? Den E-Turm rüberziehen auf A8. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Gibt es auch eine andere? Es gibt noch eine andere, aber die andere ist schlechter. Auf D6, ne, den Ja, Turm. genau, das wäre die andere Möglichkeit. Ah, die wäre schlechter, meinst du, ja? Die wäre schlechter, ja. Na Weil gut, wenn er dann, nimmt, nehme er ich. könnte tauschen, dann könnte er den anderen Turm quasi nachwachsen lassen und dann greift er deine beiden Bauern an auf der sechsten Reihe. Deshalb wäre das schlechter. Ja, das ist jetzt das Problem. Er geht auf deine ganzen Bauern drauf und irgendwie kriegst du nicht mehr alle verteidigt, leider. Das ist ja schwierig jetzt. Doofes Spiel. Springer auf D7. Erstmal, dass er den Turm nochmal bewegen muss. Ja, dann nimmt er dir einfach den Bauern weg wahrscheinlich. Welchen? Den C7 nimmt er weg. War so gut, aber ich könnte halt zumindest dann traden, dann hätte er schon mal einen Turm weniger. Ja, allerdings wäre der Turm ziemlich gut da auf der siebten Reihe. Du könntest. Ja. Na, spiel du einfach. Weil es verloren ist. Jetzt geht er raus, Alter. Erst bringt er mich hier an die Rande der Niederlage und dann sagt er ja, spiel einfach. Ja, Ja. ich will nicht einfach mal dir die Züge vorsagen, das ist ja auch Ja, aber du ungünstig. kannst ja mir ein paar Denkanstöße oder sowas geben, weißt du, weil keine Ahnung, ich sehe es halt wirklich überhaupt nicht so. Ja, also im Endspiel will man auch den König ein bisschen aktiver bringen. Du könntest jetzt den König ein bisschen zur Verteidigung auch ranbringen, theoretisch. Ja. Genau. Und damit auch versuchen, deine Bauern zu decken. Aber du bist hier, also verloren ist noch nicht. Aber du hast jetzt einen Bauern gleich weniger und schon eine schwierige Situation, würde ich sagen. Ansonsten mit dem Läufer irgendwas? Also Sisi, hätte ich nicht auch mit dem Läufer den Bauer decken können hier? Ja, das ist gute Idee auf jeden Fall. Das Problem ist nur, dein Läufer deckt auch deinen Springer. Dann wäre der weg gewesen. Deshalb ging das nicht so gut. So, er will jetzt deinen Läufer abtauschen, da kannst du auch nichts gegen machen. Der muss weg und jetzt musst du dich gleich um deinen Springer kümmern, dass der nicht weg ist. Der wird doch gar nicht angegriffen. Ah doch. Einfach mit dem König war hin. E7 Ja, war genau. vielleicht. Ja. Das läuft zwar in das Schachgebot rein auf F5, aber ich glaube, so schlimm ist das nicht. Also da musst du halt den König nochmal ziehen. Ja, ist okay, denke ich.
seine Freundin schon ungeduldig, dass die Partie noch läuft, oder? Alles gut. Nee, alles gut. Okay. Die wird geboxt und dann ist sie ruhig, alles gut. Alles klar. So. Ja, schlägt jetzt den Bauern, das war zu erwarten. Tja. Du kannst versuchen, den Springer zu beschränken auf G3, dass der nicht mehr irgendwie nach vorne kommt. Sein Springer auf G3, der will ja so nach vorne kommen. Du könntest versuchen, das zu verhindern. Ah, das war einer zu viel. Oh, ups, scheiße. Mach mal zurück, Bruder, komm. Aber du bist nicht ausgerutscht, oder? Du wolltest schon zwei nach vorne. Ich habe nicht drauf geachtet gerade. Ich habe das falsch gesehen. Ja, nee, Ja, so so ist ein das deutlich Engel, wer hätte sich das besser. noch ausgedacht, ey? So ist das deutlich besser, weil so nimmst du ihm das Feld weg. Und jetzt kann der Springer nicht mehr so viel ausrichten auf G3. Okay, so. Mal sehen, was er jetzt macht. Ob er es schafft, hier seinen Vorteil zum Sieg zu bringen. Er braucht aber auch echt mega lange. Wir sollten das echt, glaube ich, jetzt langsam mal so ein bisschen beschränken, weil sonst sitzen wir, glaube ich, noch 10 Stunden an diesem. Ja, das wäre gut, glaube ich. Also, es ist ja eine interessante Partie, aber irgendwann will ich auch mal in die Haie. Ja, gebt euch jetzt einfach irgendwie gleich viel Zeit und dann spielt ihr es aus. Keine Ahnung. Was wäre, wenn ich den Turm da vorne stelle? Ein. Kannst du machen. Wenn er nimmt, kann er. Wenn er da nimmt, kann ich da nehmen. Ja. Ja, war das jetzt gut oder war das auch wieder so, ja, mach damit es, die Partie endlich zu Ende ist? Also. Ja, nee, ist ein neutraler Zug. Kann man machen. Ja, also, na doch, ist gut eigentlich. Ist gut. Weil, ja, ich bin mir auch manchmal nicht sicher. Ne? Ich sehe das jetzt auch nicht alles super schnell. Aber ich glaube schon, dass es ein guter Zug ist. Letztendlich, wenn du einen seiner Türme abtauschst, ist das eine gute Sache. Ja, lass 5 Minuten machen und dann. Okay. Ja, okay, passt so. So, jetzt. Jetzt wird's ausgespielt. Ja, er könnte tauschen, dann kannst du mit dem König und mit dem Bauern wieder schlagen, genau. Und das Gute ist, dass du deinen Turm wieder aktivieren kannst, den Turm auf A8, der war davor ein bisschen an die Verteidigung Also gebunden. ich würd mit dem Turm, mit dem Bauern schlagen, damit ich wieder so eine Bauerkette habe, oder? Weil der steht hier so alleine. Tendenziell prinzipiell die richtige Idee. Allerdings würdest du damit es erlauben, dass er wieder seinen Turm so lässig auf die sechste Reihe bringen kann. Deshalb wäre es hier besser, mit dem König zu schlagen, tatsächlich. Okay. Also, aber richtige Idee, dass du keinen isolierten Bauern hast und dass die Bauern eine zusammenhängende Masse bilden. Aber hier konkret ist es vorteilhaft, dass der König eben das Feld C6 überdeckt und damit der Turm sich dann nicht wieder so einnisten kann. Ja, B4 macht er. Und jetzt kannst du endlich mal Nein. wieder deinen Turm aktivieren, der da noch in der Ecke steht. Ja, ich würde ihn auf B7 stellen, ne? B8 meine ich, Ja, B8, so. genau. Da mal, dass er sich ein bisschen passiv stellen muss. Den Bauern vielleicht 2 vor. Dann Prinzipiell greife ich es. gute Idee, allerdings schlägt er den mit Schach. Das ist da der Nachteil. Du kannst es vielleicht irgendwie vorbereiten, dass er ihn nicht mit Schach schlagen kann. Den König 1 zurück. Ja, das sieht vernünftig aus. Ja, einfach einen da genau zurück.
Und jetzt bereitest du es quasi vor. Und der Bauer ist ja gefesselt. Das ist hier das Ding. Der Bauer auf B4 ist gefesselt. Das heißt, er kann dann gar nicht schlagen. Und du gehst auf diesen gefesselten Bauern weiter drauf. Und kannst den Bauern dann sogar gewinnen. Ja, jetzt könnte sich das Blatt nochmal wenden hier. Wer weiß. Sieht es wieder besser aus auf jeden Fall. So lange, so gut wie schon lange nicht mehr. Junge, was ist das denn für ein Match aber auch, ey? Das ist, glaube ich, die heftigste Schachpartie, die ich je hatte, ey. Gut, ich meine, ich hätte zwar schon 10-mal verloren, wenn du nicht da wärst, aber das ist ja egal. Okay. Du kriegst jetzt einen Freibauern auf der B-Linie. Das ist ganz gut. Und dein Turm steht auch dahinter, um zu supporten diesen Freibauern. Also ich glaube, jetzt stehst du sogar schon besser, weil auch dein König ein bisschen besser platziert ist. Und wir waren dabei. Ja. Ja, einfach schlagen jetzt, wa? Den Einfach Bauern. schlagen, ja. Weg damit. Genau, und besser mit dem Bauern zu schlagen als mit dem Turm, weil wenn du mit dem Turm geschlagen hättest, dann hättest du eben keinen Freibauern bekommen. So. Okay, mal gucken, wo kann er hin? Hier, da, aber da kann er ja nicht. Da und da und da. Theoretisch. Aber da wird er geschlagen, da wird er geschlagen und da wird er auch geschlagen. Aber da könnte er. Er hat jetzt eine Drohung. Er will den Springer nach B6 mit Schach ziehen und dann den Bauern schlagen. Und dagegen solltest du was unternehmen. Den König bewegen war, dann. Du kannst schon mal vorsorglich den König bewegen, ja. König nach vorne. König nach vorne schießt ein Tor. Ja, da geht nicht. Ja. Nach vorne, ja, sagst Ja, du. ja. Sonst hätte ich den Springer vielleicht hier hingestellt, aber dann hätte er mich ja trotzdem Schach gestellt Nee, und. das wäre der andere gute Zug gewesen, den Springer dahin zu stellen, weil wenn er dann Schach gibt, dann kannst du den Springer schlagen und wenn er wieder schlägt, schlägst du auch seinen Turm, den du dann angreifst. Okay, weiter geht's. Den König einer vorne war, um den Dings zu decken. Ja, entweder dahin, nee, dahin wäre ganz verkehrt. Nee, Nicht dahin, nicht dahin. B5, ne? B5 B5? ist besser. Und ja, spiel es mal und dann kannst du versuchen herauszufinden, warum du nicht nach C5 solltest. Weil er sonst mit dem Bauern nach vorne geht und Nee, dann das Bauer wäre nicht so bekommt. schlimm gewesen. Es gab eine fiese Gabel dann, die er hätte machen können. Mit dem Springer. Da wäre es gewesen, ne? Dann. Ja. Na, hier. Genau. Okay. Da verlierst du den Turm und kannst direkt einpacken. Ein falscher Zug und das war's. Jetzt macht er auch den, aber jetzt ist eben keine, also jetzt ist nicht tödlich. Er greift den Turm an, aber es ist kein Schach. Mal gucken, wo kann er denn hin? Er kann wieder hier hin, er kann dahin, 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 Ja, er dahin will sich den Bauern und schnappen, hin. das ist seine Idee. Aber du kannst voll auf deinen Freibauern setzen, das zählt hier mehr. Also einfach den Turm ziehen und dann geht's weiter nach vorne. Ein nach vorne einfach. Nee, ich meine, mit dem Bauern geht's nach vorne. Den Turm kannst du woanders hinziehen. Kannst auch einen nach vorne ziehen, wie du Sollte ich meinst. mit dem Springer nicht seinen Turm auch angreifen? Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Aber wäre das die bessere, ist die Frage jetzt, ne? Das musst du entscheiden. Alle Möglichkeiten davon sind gut, glaube ich. Na komm, ich glaube, das ist die offensivere Variante. Ich spiele einfach mal das. Ja, ist ein bisschen komplizierter auf jeden Fall. Ich glaube, einfach den Turm einen zur Seite auf die offene Linie, dann mit dem König eindringen, über A4 oder den Bauern wegnehmen, wäre noch besser gewesen. Okay, das war jetzt nicht der beste Zug von ihm auf jeden Fall. Aber jetzt kann ich ihn nehmen, ne? Mit dem Ja, klar, König. solltest du auch, ja. Solltest du auch. Naja, und als nächstes kannst du dann quasi, ja, wieder zurückgehen und den Bauern einsammeln. Und dann hast du zwei verbundene Freibauern und dann guckt er dumm aus der Wäsche. Da muss er, da, pff, ja, kann jetzt kaum noch was machen eigentlich. Er versucht jetzt irgendwie was zu machen, aber Am besten immer traden, war, nehme ich mal an. Obwohl, wenn ich ihn nehme und ihn dann nehme, dann hat er halt zwei Bauern, die sich nicht bewegen ja, können, du ne? brauchst deinen Doppelbauern hier nicht auflösen. Ja, genau. Einfach weg mit dem Bauern. Jetzt hast du zwei verbundene Freibauern, die kannst du nach vorne schieben. Und dagegen kann er kaum was ausrichten.
Okay, Spielzeit schneller ist ja auch nötig, ne? Nicht mehr so viel Zeit. Ah, okay. Das war vielleicht ein bisschen zu schnell jetzt. Mal Verliere sehen, jetzt, was er oder was? macht. Ja. Ja, mal sehen, was er macht. Okay, er geht mit dem König ran. Ja, lass dir ein bisschen Zeit hier, das ist nochmal ein wichtiger Moment jetzt. Ich würde den Turm 2 nach vorne stellen, da kann er mit mir wohl. Ja, dann gibt er einen Schach von der Seite. Das ist hier ein bisschen das Problem, dass er diesen Schach von der Seite gibt. Ihm selber einen Schach geben? Ja, das ist eine gute Idee, denke ich. Ja, wenn ich jetzt nicht gewinne, bin ich traurig. Also musst du mir jetzt so viele Tipps geben, wie ich halt brauche, ne? Das ist dir hoffentlich klar. Naja, sein letzter Zug war nicht so gut. Von daher hast du jetzt wieder sehr gute Chancen. Hätte es, glaube ich, ganz gut retten können, aber jetzt wird es schwer für ihn. Wie viel FPS hat das Game? Ich glaube, ein, ne? Ja, überleg schon mal, was du machst, wenn er den König jetzt nach B2 zieht. Was du dann machen kannst. Dann würde ich den König auf den Turm auf C2 Ja, stellen. genau richtig. So, deshalb geht er dahin. Du hast ja deine Bauern, deine verbundenen Freibauern. Die willst du irgendwie weiter nach vorne bringen. Beide, ja. Ja, die können sich schön gegenseitig unterstützen. Also muss ich jetzt ja den anderen Bauer auf A5 packen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Genau. Sag nicht immer, das wäre eine Möglichkeit. Sag ja, das ist gut oder nein. So, das ist mit ja, es ist eine Möglichkeit, weiß ich nicht. Ja, Ja, es ist ich meine, gut. Es ist gut. jeder Zug Es wäre ist ja eine sehr gut. Möglichkeit. Es ist sehr gut. Ja, gut, aber dann fragst du mich einfach nur. Ja. Und dann weißt du immer direkt, was der richtige Zug ist. Naja. Gut, das Game darf ich halt nicht mehr verlieren. Also ja, so muss es halt jetzt laufen. Ich meine, ich habe jetzt eine Stunde dieses Game investiert. Wenn ich das verliere, Alter, dann gehe ich mit einem richtig schlechten Gefühl schlafen. Okay. Wir bringen das schon nach Hause jetzt, keine Was Sorge. wäre, wenn ich meinen Turm hier hingestellt hätte auf C2? Wieso wäre das schlecht? Das wäre möglich gewesen, du musst nur ein bisschen seinen Freibauern noch im Blick behalten, diesen D-Freibauern. Deshalb ist es eigentlich ganz gut, wenn der Turm noch auf der Grundreihe steht da. Weil dann, wenn der Bauer vorkommt, da passiert da nichts, ne? So. Danke, Mossi, für den Twitch Prime Sub. Sind also nochmal 15, glaube ich, jetzt sogar, ne? Verdammt, Alter. Merkt euch das mal, 15. Bruder, deine Zeit ist auch gleich abgelaufen, ne? Jetzt würde ich den König einen zur Seite stellen, damit ich den Bauern dann nach vorne Ja, ziehen kann. auf geht's. Sehr gute Idee. Ja, jetzt kann eigentlich kaum noch was schieflaufen, würde ich sagen. Das läuft Das, jetzt wie sag von das nicht, bitte, alleine. sag das nicht, Alter. No pressure, no pressure. Ich würde sogar einfach mit dem Bauern nach vorne laufen. Auf geht's, komm. Weil wenn er jetzt den schlägt, dann habe ich halt eine Dame, ne? Und der Ja, steht Schach. ist ein guter Trade, würde ich sagen. Wenn er wieder hingeht, kann ich ja mit dem König einfach das decken. Da war der Zug doch auch eben gerade von ihm ziemlich schlecht, oder nicht? Ne, die Stellung ist eh völlig verloren, also kann machen, was er will. Okay, mal gucken, ob ich es ohne Hilfe schaffe jetzt. Aber lieber nicht, sonst verliere ich noch. Aber ich Okay, ja, wer jetzt versuch's. ohne Hilfe? Wer jetzt ohne Hilfe? Okay, was hat er vor? Mal gucken, er könnte halt den. Ne, warte, die Linie ist gedeckt, der kann da gar nicht mit dem König hin. Das heißt, es ist egal, aber. So, jetzt wird's spannend, Freunde. Zieh mit den Bauern erstmal nach vorne. Mal sehen, ob er es schafft. Ich habe mich mal gemutet gerade. Oh, das Ah, ist ein damit er nicht Trick. im Schach Das ist steht, ein aber das fieser ist, glaube ich, Trick. egal, oder? Das ist ein fieser Trick. Oh, der ist so gut, der Trick. Ah, da hat er den Trick ausgepackt, dein Gegner. Ah, Boah, okay, was für ja, ein Trick. scheiße. Okay. Ja, jetzt wird es wieder schwieriger. Mieser Trick. Oh, Egal, weiter, Junge, geh mit dem ja, Bauern richtig drauf vor. Geh mit geachtet, dem ey. Bauern vor. Ja, das war ein richtig fieser Trick vom Gegner. Aber du stehst immer noch auf Gewinn. Aber jetzt wird es wieder Okay, ja, schwieriger.
Erste Dame verkackt. Mal gucken. Erste Dame verkackt, ja. Du hast dich blenden lassen von der Dame, die du bekommen konntest. Ich hab, da habe ich gar nicht drauf geachtet gehabt. Echt, das war dämlich. Ja, man muss bis zum Ende aufmerksam sein. So. Ja, genau. König mit dem König supporten. Sehr gut, sehr gut. Er kommt nämlich nicht ran an deinen Bauern und sein Bauer, der ist alleine auf weiter Flur. Von daher ist das nach wie vor gewonnen. Ja, der Bauer, der macht nichts. Einfach aufpassen, genau, davor. Wunderbar. So. Ja, und jetzt weiter vor, oder? Weiß ich nicht, sag's mir. Ja, der will denselben Trick jetzt nochmal machen, der Schlingel. Ich sehe es schon kommen. Der will denselben Trick jetzt nochmal machen, wie ich ihn kenne hier. Weißt du? Denselben, den er eben gemacht hat. Wenn du jetzt umwandelst, dann kommt er das Schach von hinten und dann kommst du nicht ran. Ja, dann. Ja, er gibt aber direkt das Schach, das ist schlecht. Genau, einfach Vorbauer decken. So. Und jetzt kannst du. Ja, zieh einfach Er den wird auf König. Unentschieden spielen, ne? Nee, komm, wir gewinnen das jetzt hier noch. Was soll das? Ja, König wird zur Seite. Aha, Da okay, er will vorne, immer ne? Schach geben. Ah, das ist ja ein Trickser hier. Dann zieh mal wieder zur Seite, wo du hergekommen bist gerade. Ja. Und zieh mal jetzt nach C4. Zieh mal nach C4 jetzt. So, jetzt haben wir ihn nämlich am Wickel gleich. Jetzt haben wir ihn gleich am Wickel. Ja, mit solchen Tricks kommst du hier nicht weit, Alter. Ja, zieh einfach den König wieder zum Turm hin. Ach so, ja. Oder. Ja, zieh mal zum Turm hin einfach. In die Richtung des Turms. B5. Ja, mach mal einfach, genau. So, und jetzt musst du einmal einen richtig fancy Zug machen. Den Bauern schlagen mit dem Turm. Und wenn er dann schlägt? Dann kann ich mir eine Dame holen. Yay, genau, auf geht's. Das war nämlich jetzt der Trick, dass du jetzt die Dame bekommst und jetzt ist das durch hier. Na, sag das nicht. Naja, durch ist noch nicht, aber du stehst auf jeden Fall jetzt auf Gewinn. Ja, das bringt nichts, wenn du vorläufst. Du musst zum Turm laufen, damit die Schachgebote aufhören. Der Gegner ist auch ein zähes Bürschchen, dass er da noch diesen Trick gefunden hat. Echt, also das Ja, war Mann, das schlau ist echt nicht gemacht. schlecht, Alter. Schlau gemacht. So, jetzt bist du Okay, dran. das kann ja egal sein, ne, ob er den kriegt. Ja, du kannst ja auch einen kriegen, wenn du willst, ne? Ich kann wahrscheinlich alle kriegen, ja, aber. Ja, hau weg, genau, damit deckst du auch deinen Bauern. Wunderbar. Hast jetzt einen neuen Freibauern und den kannst du auch wieder versuchen zur Dame zu bringen, theoretisch. Echt? Soll ich noch nicht versuchen, matt zu stellen? Das wird nicht so leicht. Der leichteste Weg zum Sieg ist echt, wenn du versuchst, eine neue Dame zu holen. Ja, sehr gut. Den Bauern noch behalten. Nichts hergeben. Richtig, sehr gut. Okay, ich lasse dich nochmal alleine versuchen jetzt. Ich glaube, das schaffst du von hier jetzt. So, mal sehen, ob er es diesmal schafft. Aber es war auch ein fieser Trick eben vom Gegner. Mit dem Spieß. Eieiei. Das war echt mies. Aber ich glaube, jetzt schafft Kuchen es. Und wie auch schon gesagt, wir spielen jetzt über eine Stunde diese Partie. Jetzt wollen wir es Aber auch du kannst halt gewinnen. wenigstens was sagen, so weißt du also. Er hat mich gerade mit meinem Chat ein bisschen unterhalten. So. Schachgebot. Okay, er will jetzt immer Schach geben scheinbar, aber ja, irgendwann gehen ihm die Schachs aus. Irgendwann gehen sie ihm aus. Kann er nicht ewig machen, der Liebe. Er stemmt Na sich gut, er gegen die Niederlage. riet halt den Bauern, aber das ist wahrscheinlich nicht so schlimm, ne? Ja, ist Lachs, komm. Weiter vor.
Wenn du erstmal zwei Damen hast, dann, wenn du zwei Damen hast, dann kann er so viele Bauern haben, wie er will. Genau, sehr schönes Ding. Schach gegeben. Oh, jetzt kommt nochmal ein Schach. Was hast denn du jetzt vor? Kannst du mit Dame gegen König matt setzen? Wie ist das? Ja, komm. Okay, gut. Ganz solide jetzt. Ganz solide wird das hier durchgespielt. Ja, musst nur deinen letzten Bauern loswerden. Und darfst nicht Patt setzen. Das ist die letzte Gefahr. Kriege ich hin. Also, das Patt setzen kriege ich hin. Ja, Easy. das glaube ich dir. Aber bisher machst du es sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Der Bauer ist weg. Der ist weg. Okay. Jetzt die letzten Meter. Die letzten Meter. Gleich ist es geschafft. Gleich ist es geschafft. Da ist das Ding. Da ist das Jawohl, Ding. Alter. Easy, Alter. Ganz Jawohl. locker an 97 Zügen. Oh Gar nicht Gott. geschwitzt, Alter. Boah. Oh Gott, oh Gott. Puh, für dich, dass ich das dann hingekriegt habe, ist schon, Oh Mann. boah, puh. Okay, ich glaube, die Analyse sparen wir uns jetzt. Ja, ich glaube, das ist, oh, das können wir irgendwann anders mal machen, Alter. Puh. Alles Ja, danke klar. auf jeden Fall fürs Game. Also, das war, ging gut. Das war eine Ja, auch richtig jetzt eine epische Stunde oder Partie, sowas, das ey. Match, ne? Epische Partie, ja, über eine Stunde. Oh. Ja. Ja, gut, am Ende habe ich das ja dann auch nochmal gut alleine gerissen. War das aber auch richtig oder hast du da irgend so einen Zug gehabt, wo du jetzt sagen würdest, das war knapp. Er konnte aber wahrscheinlich kaum noch verlieren, ne? Nee, Aber. jetzt am Ende, es war wichtig, dass du dann dafür gesorgt hast, dass der Bauer noch wegkommt, weil sonst hätte es noch knapp werden können, aber ja, Aber du auch richtig, hättest. den Turm zu nehmen, weil ich dachte so, dass ich kriege ja die Dame safe, das wusste ich ja dann. Ja, es wäre eh darauf hinausgekommen, weil er könnte auch da seinen Turm hinter den Bauern bringen, kriegst du auch Dame, wer kommt dasselbe hinaus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.